Ja, moin Leute, euer Silver Shroud hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 4 auf dem Überlebensmodus und wie bist denn du? Riechst du das? Ah, Das ist Nachbarschaftsfrage. Freiheit. Bist ja eine gute Wache. Hier, der Typ wollte mich gerade umbringen. Arschloch. Wir Brauchst wollen du was heute zu erstmal ein paar entspannen? Sachen verkaufen, Fred währenddessen ich meinen Allen, Ton leiser stelle, Terex damit mich Ward. die Leute Wir nicht hatten auch das irritieren. Richtige. Was? Ist die Kehle trocken? Dann geh rüber ins So, Third oh, ich hasse es, wenn ich hier irgendwas machen Ich habe möchte und nicht in alle jeder quatschen immer Situation die dazwischen. passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, Ja, kaltblütige verkauf mir Waffen. Sachen. Klar, ich schaue es mir an. Dann statten wir dich mal auf. Aha. So, auch du hast keine 50er Patronen, das finde ich echt nicht nett von dir. 5 Fusionskerne. Aber wir haben ganz viele Fusionskerne. Vielleicht sollten wir so langsam mal uns daran machen, unsere Power-Rüstung fertig zu machen. Weil wir mittlerweile bald welche tragen können. So, meine Waffen. Was verkaufen wir denn alles? Behalte ich. Es dreht nicht mein Handy schon wieder durch. Ich sollte mein Handy nicht mehr in der Tasche haben, währenddessen ich aufnehme. So. Brille mit schwarzem Gestell. Ehering. Ich würde am liebsten den Ehering verkaufen, weil er einfach nur so unnötig ist. Ich kann ihn anziehen. Ups, ich habe ihn verkauft. Will ihn anziehen. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Die Perücke. Aber die finde ich cool. Die behalte ich. Kann ich jemanden anziehen. So. Schwarze Weste und Hose. Ja, tschüss. Zeitungs. Verkäuferkappe. Ja, tschüss, komm. Will nicht alles behalten. Die Frage ist jetzt, was davon kann ich tragen? Weil ich bin eigentlich übelst überladen. Ich habe 3000 Kronkorken? Woher? Bin recht überrascht. Die Unaufhaltsamen. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn alles verkaufen? Okay, pass auf. Wir akzeptieren erstmal. Undi? Da. Hast du irgendwas dabei, was ich verkaufen möchte? Hey. So, Waffen. Impro-Revolver, Kampfgewehr. Wieso habe ich so viel Scheiß dabei? Jetzt mal ehrlich, wieso? Ja, die Kapitänsbüchse ist schon cool mit zwei Ausdauer, ne? Ein sauberer blauer Anzug hat auch noch mal zwei Charisma. Hab ich. Ne, den ziehe ich drunter an, ne? Den ziehe ich drunter an. Supermutanten-Armschutz. Das möchte ich ja gerne meinem Typen anziehen. Verleiht mehr Energie und Schadenresistenz, je niedriger deine Gesundheit. Du warst linker Arm. Wieso jedes Mal linker Arm? Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Wieso frisst du den Hundefutter nicht? Bist du auf Diät oder was? Ja. So, dann ziehen wir jetzt mal meine richtigen Sachen an. Kleidung. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz nach Hause, um die Sachen abzulegen. Das wird sonst zu viel. So, Chameleon. Der war richtig, ne? Wir haben hier 1000 Sachen. Das hier war der rechte Arm. Das ist hier der linke. Reduziert den durch Supermutanten verursacht Schaden. Giftresistenz. Das war auf jeden Fall wichtig. Und das. Achso, das war das hier, ne? Oh. Ja, noch zweimal Giftresistenz, oder? Ja. Gut. Ja. Jede Waffe, die du Ja, hier ist siehst, gut. könnte Ja. den Unterschied. Ich weiß. Dann lass mal sehen, Du hast was mir du schon mal eine gute kaufst. Waffe verkauft, die ich Kaufgleich. eine Folge später weggeworfen habe. Dankeschön. So, ich will hier nichts kaufen. Ich will verkaufen. Und zwar den Impro-Revolver, das Kampfgewehr. Kampfgewehr mit. Achso, 45, 46, 45er Munition, außer das wollte ich sagen. Ja, du bist eine legendäre Waffe, ich muss sie eigentlich mitnehmen. Plasmagranate ist bestimmt wertvoll, oder? Nö. Raketenwerfer. Silberne Maschinenpistole. Vielleicht kann man sie bearbeiten oder so. Scharfschützengewehr, genau, das wollte ich ja umarbeiten, ne? Verursacht doppelten Schaden, genau. Der sollte ja anstatt meines Quicktods arbeiten.
Wenn ich denn daraus überhaupt. Warte mal, Quicktop benutzt 50er Munition? Und der 308er. 308er wäre natürlich um einiges billiger für mich. Um einiges billiger. Vor allem kann ich das Zeug überall kaufen. So, Präzisionsschütze. Kann weg. Dauerkunde behalten wir selbstverständlich. Du kannst weg, Kampfflinte. Und der Flammenwerfer. Ja, du bist eigentlich nur ein legendärer Gegenstand, den ich gefunden habe, ne? Gib mir mal einen Kronkorken. Huch, so viel hat sie gar nicht. Ja, dann muss ich mir mal aber noch mal was kaufen. 45er Patronen. Welcher meiner Waffen benutzt das? Die auf gut Glück knarre. Ich werde gleich gucken, ob wir die auf gut Glück knarre noch mal umarbeiten können. Können wir das überhaupt? Können wir, können wir. 1500 Kronkorken. Wir nehmen die einfach mal mit. Ich meine, wir haben das Zeug. Ich muss langsam mal hier mein Vorkriegsgeld loswerden. So, 299 bitte. Ne, 1299 meine ich natürlich. Da. Ach, da kann ich ja noch ein bisschen was draufsetzen. Geht ja noch 100, 240. Vorkriegsgeld. 240. Ich könnte das zwar alles verkaufen, nachdem ich mein Handelsgeschick verbessert habe, aber ganz ehrlich, nö. Dann bin ich doch jetzt lieber reich, anstatt dass ich 100 Jahre jetzt spare, wenn das Let's Play fast vorbei ist und dann alles verkaufe. Nee, so nicht. Danke. Hast du noch irgendwas an guten Waffen? Hey, Partystarter. Achso, der war das. Wir hatten doch noch, außer der Flammenwerfer, wir hatten doch noch in Vault 81 eine Waffe, die ich recht cool fand. Wieso gucken wir da nicht mal nach? 42 Raketen. Ich glaube, die Raketen werde ich auch nochmal verkaufen. Aber ich benutze sie nicht. Na gut, die Mediatronen nicht wirklich. Die werde ich nicht verkaufen. Gut. Ah, wir haben ordentlich Fusionskerne gesammelt. Ja, Mensch. So viel dazu. Gut. Ich bin nicht überladen. Wie viel trage ich jetzt? Moment. Muss doch noch meine Armee-Uniform anziehen. Stärke und Beweglichkeit. So, jetzt kann ich sogar noch mal ein bisschen mehr tragen. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal zu Vault 81, bevor wir weiter als Silver Shroud hier durch die Gegend ziehen und alles abmurksen. Können wir ein bisschen. Wir haben ja gesehen, dass hier irgendwo noch eine Vault ist. Die würde mich zwar auch interessieren. Ich finde die Gegend hier so geil. Einfach außerhalb der Map. Ich glaube, das hier ist gar nicht der Rand der Karte, oder? Obwohl doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, egal. Wir haben ja da unten noch eine Vault gesehen, die würde mich zwar auch interessieren, aber wir kommen vorbei, wenn wir vorbeikommen. Das war ja wirklich mal eine Ausnahme, dass wir einfach mal da losgezogen sind und ins Nichts gelaufen sind. Wir kommen noch überall vorbei. Ich mache mir da gar keinen Stress. Wir haben ja Aufträge ohne Ende. Und ich denke mal, die werden auch nie aufhören. Von daher. Was war das denn nochmal für eine Waffe da hinten? Übrigens habe ich mir überlegt, oder wahrscheinlich habe ich es schon längst umgesetzt, dass ich mir ein bisschen Holz erschiete für unsere Basis, weil Holz zu sammeln dauert halt einfach ewig. Ich muss das wahrscheinlich schon längst durchgesetzt haben, weil ich habe jetzt schon ein bisschen vorproduziert. Ich habe Urlaub und ich bin vollaufsichtig. Es tut mir leid. Ich schäme mich ganz, ganz doll. Aber so gebe ich mir dann wenigstens nach meiner Aufnahme ein bisschen Zeit, ein paar Mods runterzuladen. Und vielleicht haben wir dann ein paar mehr Mods. Das wäre doch was. Ich dachte, hier wäre ein Gang. Naja.
Und ich würde sehr, sehr gerne hier lang gehen. Terminal irgendwo. Terminal irgendwo, ja. Ich weiß ganz genau, wo das Terminal ist. Naja. Da ist ja unser Besuch von draußen wieder. Du wirst ja langsam ein Stammgast hier. So, erstmal mit dem Aufzug fahren. Also Vaults finde ich eines der interessantesten Gebiete im Fallout-Universum. Die liebe ich ja zu erkunden. Ich hoffe, es gibt hier ganz, ganz viele Vaults, ne, Kleiner? Übrigens, deine Fliegerbrille ist sehr, sehr cool. Gefällt mir. Hast du irgendwie Langeweile, dass du mir jedes Mal ins Gesicht starren musst? Übrigens haben wir hier noch eine Quest, die können wir auch gleich mal mitnehmen, ne? Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen, also müssen wir jetzt hier sitzen und auf Aaron aufpassen. Das ist doch lächerlich. Ashes, du hast ihn gefunden! Vielen Dank, ich hatte solche Angst um ihn. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich hatte plötzlich die Quest und... Und dann habe ich ihn nicht gefunden. Gibt es eine Belohnung? Meine Mama sagt, dass ich dir das als Belohnung geben soll. Grüß uns, Kerl. Danke. Weiter. Ich hab mir Nur weil du einen Vaultanzug trägst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Dass ich dich bade. Ja, cool. Kätzchen. Ich weiß, ich mag das auch nicht. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Ihr Kitty, Kitty, Kitty. Ich dachte, ich komme einfach so damit davon. Das sah gerade für einen Augenblick so aus, als würde sich kein Schwein dafür interessieren, dass ich die ganze Zeit erschossen habe. Nein, ich erschieße doch keine wehrlosen Tiere. Suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Dann ja. Lass mal sehen, was du so hast. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ja, ist ja cool, du hast den gleichen Pip-Boy wie ich. So, Wächter des Aufsehers erfeuert ein zusätzliches Geschoss ab. 45er. Es reizt mich sehr. Es reizt mich sehr. Und mit sehr meine ich verdammt sehr. Und deswegen kaufe ich mir das Ding einfach. Ich meine, es ist legendär. Ich sammle sowieso legendäre Sachen. Von daher, mir Wuppe. So, das war's mit meinem Vorkriegsgeld. Das haben wir alle Reserven ausgegeben. Und ich werde auf jeden Fall die Raketen verkaufen. Ganz ehrlich, ich werde die Raketen nicht benutzen, weil ich nicht auf schwere Waffen gehe. Und daher kann ich dir auch die Munition dafür locker verkaufen. Vor allem, weil sie so wertvoll ist. Oh, hier kriege ich plötzlich einen Zehner dafür. Eben habe ich nur 8 bekommen, oder? Ich glaube, die habe ich ihr alle gegeben, oder? Reduziert den Schaden beim Stehen. Ja, gut. Habe ich ihr wahrscheinlich alles gegeben. Na gut, ich bin glücklich. Du bist glücklich. Wir alle sind glücklich. Auch mehr 50er-Kugeln, ne. So. Schauen wir mal, was wir uns da angelacht haben, Freunde. Ja, wenn wir das alles gleich mal umbearbeiten, vielleicht kann ich daraus irgendwas richtig Cooles machen. Wächter des Aufsehers. Du bist ein Schrot. Oder? Das ist eine automatische Schrot. Die mit welchen Kugeln? 45er Kugeln arbeitet? Wieso habe ich so plötzlich so viele 45er? Ach, die habe ich mir gekauft. Okay, das ist eine Schrot, Freunde. Ich habe mir eine jämmerliche Schrot gekauft. Eine automatische Schrot. Ach, tut mir leid wegen der Wartungsarbeit. Wieso hat das Ding... Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Aber wann habe ich gespeichert? Okay. Okay, wir gucken, ob wir irgendwas daraus basteln können. Oh Gott. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, was wir uns da angelacht haben. Naja, was soll's. Ich meine, ihr kennt mich. Ich bin ein Sammler. Shit happens. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich die Waffe jetzt gekauft habe.
Das sah nicht aus wie so eine Schrot. Hätte mir das Ding angucken sollen, ne? Panzerbrechender Automatikverschluss. Ja. Aber feuert ein zusätzliches Geschoss ab, ist schon cool. Vielleicht können wir daraus irgendwas basteln. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schon gehört? Bobby DeLuca hat offenbar einen Geheimgang in einen anderen Vault gefunden. Was? Hey. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Nein, Forster das andere. Rachel, das andere! Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zusammen. Was? Ich komme wieder. Und dann werde ich hier mit den Leuten sprechen. Diese geheime Vault, ich will da rein. Wir müssen sowieso erstmal ein paar Sachen abgeben. Dann kommen wir gleich wieder. Mit der Schatzsuche haben wir auch abgeschlossen. Gut, Silver Shroud kann mich jetzt am Arsch lecken. Ihr wisst, dass ich scharf auf diese Vault hier bin. Sehr, sehr scharf auf diese geheime Vault. Alter. Was hat es damit auf sich? Jede Vault ist ein Experiment. Und diese Vault, es kann sein, dass es eine Vault ist, die zweigeteilt ist. Och, hallo Händler. Es geht bei dir. Munition, Waffen und schmutzigen Tod. Ich hab alles da. Ach, ich liebe dich, Cricket. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Ja. Dann bin ich dein Mädchen. Sehr schön. Klar, ich schau mal, was du hast. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Nur für dich. Die ist so cool drauf. Du hast auch keine 50er-Patronen, ne? Das ist echt ein Fluch. Das ist echt ein Fluch. So, was hast du denn hier? Stimmt, ne? Wir wollten ja die 45er. Oder die 44er. Kaliber. Oder Pistole. Wollten wir verändern. Die habe ich natürlich wieder verkauft, ne? Ein typischer Zero. Nimmt sich etwas vor und hat's vergessen und hat's verkauft. Naja. Ein Gehstock mit Stacheln. Hui. Impro-Repetiergewehr. Na ja, gut, 50er Kugeln ist kein Wunder. 308er Nachtsicht. Da sind natürlich echt coole Sachen dabei, aber die kann ich mir auch alle selber basteln. Das ist alles nicht wirklich der Knaller. 20 Schaden. Wie arm bist du denn, Mädel? Oh, eine Powerfaust. Ach, das war eine Powerfaust, die wir gesehen haben. Ah. Plasma. Plasma verursacht zwei verschiedene Schadensarten. Das ist insgesamt 31 Schaden. Das ist ja cool. Naja. Gut. Wollen wir mal nach Hause, ne? Gucken wir, was wir daraus basteln können und ja, mal sehen. Ich bin selbst gespannt. Ich weiß nicht. Es ist eine gottverdammte Schrot, ne? Ja, ich weiß auf jeden Fall, wir haben wieder ordentlich Schrauben gesammelt. Das heißt, wir können auf jeden Fall ordentlich basteln. Daran wird es nicht liegen. Ich habe mir gerade Gedanken darüber gemacht, ob meine Schrauben reichen. Aber die reichen. Nein. Wieso müsst ihr jetzt mal kochen? Sag mal. Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Soll ich dich töten oder was? Dankeschön. Wir laufen. Hey. So, gib mir mal deine Waffen, die packe ich gleich mal weg. Nein, diverses wollte ich. Ja. Diverses solltest du behalten, Kleine. Das hier wollte ich an mich nehmen. Ah, oh, Jahrzehnte später. Ich glaube, als nächstes werde ich echt den Mehr-Tragen-Skill nehmen. Es gibt bessere Wege, sich anzulegen. Wie muss das? So, ganzen Schrott abgeladen. Sehr schön. Nicht schleppen. Schauen wir mal. Auf gut Glück, Knarre. Schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Er hat schon mächtigen Verschluss, okay. Er hat einen kurzen Lauf. Nicht viele Supermutanten.
Monster Kolben. Macht ihn nicht aber wirklich zu einer Pistole, oder? Hier kein grünes Zeug. Strong sein, hungrig. Wollen essen. Welt sein größer. Erhöhte Nachladegeschwindigkeit, überlegene Magazinkapazität, unterlegene Nachladegeschwindigkeit. Joa, egal was wir hier anstellen, ich glaube, das Ding ist schon so krass verbessert. Wo habe ich das Ding her? Das ist von Anfang an OP gewesen. Ich bin schockiert. Das hat einfach alles auf maximal. Na gut, oder habe ich alles auf maximal gemacht? Ich weiß es nicht. Auf gut Glück, Knarre. Habe ich die gekauft? Kann das sein, dass ich die gekauft habe? Ich kann auch die Munitionsart nicht ändern. Na gut, dann halt nicht. So, ich wollte gerne den hier zum nächsten Quicktod machen, der 70 Schaden macht. Reichweite 185, okay. Was haben wir denn hier so Schönes? Er ist natürlich wieder so ein 50er, ne? Wenn ich einen 38er draufsetze, mache ich keinen Schaden mehr. Aber so komme ich auf jeden Fall auf 77 Schaden. Und dann verbrauche ich nicht mehr diese wirklich teure 50er Munition. Also somit haben wir schon einen besseren Quicktod. Damit reduzieren wir aber nochmal den Gewicht, ne? Erhöhte Präzision und erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Ja gut, kritische Treffer ist natürlich der Wahnsinn. Deswegen müssen wir das nehmen. Verlängerter Lauf. Was haben wir denn hier so Schönes? Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückschussdämpfung. Verringerte Präzision aus der Hüfte. Gut, aus der Hüfte brauche ich nicht. Überlegene Rückstoßdämpfung, überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Man braucht kein drittes Auge. Sehen, sieht auf jeden Fall gut aus. Rückstoßdämpfung ist immer gut. Da, ich kann daraus eine Pistole fertigen. Standard. Erhöhte Rückstoßdämpfung, überlegene Rückstoßdämpfung, besseres Zielen mit Zielfernraum. Brauche ich nicht. Kurzer Kolben bitte. Dann müsste ich daraus jetzt eine Pistole hergestellt haben, ne? Ich guck mal kurz nach. Das Ding jetzt? Das hier, ne? Nein, das ist immer noch keine Pistole. Also Quicktod ist natürlich eine Pistole. Das macht es alles ein bisschen angenehmer. Ja. Quicktod. Wenn ich hier den Munitionsart ändere auf. Da kriege ich einfach. Nee, da kriege ich nicht den Schaden raus. Und ganz ehrlich, ich verzichte lieber auf die 50er. Die sind nämlich sauteuer und ihr seht, man kann sie nirgends zu kriegen. Und die 308er Kaliber, die kriegen wir überall hinterhergeschmissen. Überall. Na gut, dann können wir auch das hier direkt als richtige Sniper machen. Standardmagazin. Ach, ich hab keine Schrauben mehr. Du findest, wonach du suchst, das weiß ich. Warum nicht? Ich hab doch Wissenschaft jetzt auf 1. Wir haben doch Wissenschaft auf 1 gemacht. Waffenfreak, Rang 3. Ah, Schrauben. Naja, zumindest einen Schalldämpfer packe ich ran. Wir brauchen dringend mehr Schrauben. Da bin ich nicht mehr um auf. Quick dich tot. Ich sollte das am Anfang groß schreiben. Quick dich tot. So. Und dann brauchen wir Schrauben. Dreck. Wieso sind Schrauben so selten? Gefällt mir nicht. Gut, dann. Brauchen wir den Beinrammler überhaupt noch? Ja, wegen der Munition, ne?
Ja, den Beidrammler brauchen wir. Komm, wir legen, obwohl, mach ein Nickerchen, wiegt nur eins. Den behalten wir mal drinne. Mächtiger Furzer. Pigments Klinge. Pau Pau. Quick dich tot, quick tot. Silberne Maschinenpistole. Wächter des Aufsehers. Da, gut, wir können kurz gucken, was wir daraus basteln können. Aber wir können halt nicht viel machen, weil wir keine Schrauben haben. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe unendlich Schrauben gesammelt die letzten Tage. Aber nein, nichts. Ah. Wächter des Aufsehers. Ich glaube, die können wir gar nicht verbessern, ne? Ah, doch, können wir. WTF? Du hast jetzt eine 45er. Panzerbrechender Automatikverschluss. Ja, lohnt sich das überhaupt? Ich meine, wenn ich mir so angucke, was ich mit der 38er, mit dem 38er Verschluss anstellen könnte. 81 Schaden. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Ich brauche mehr Schrauben. Ich brauche mehr Schrauben, Freunde. Wir müssen auf große Schraubensuche gehen. So. Dann legen wir erstmal das weg. Wir kommen ja wieder. Kammerkanone würde ich sehr gerne behalten. Kniekracher. Aber Gamma-Patronen, wo kriegen wir die denn her? Ach, genau, den wollte ich ja. Ah, den wollte ich umarbeiten, ne? Vielleicht können wir da einfach mal andere Munitionsart reintun. Wir können auf jeden Fall den Schaden um einiges verbessern. Dafür brauchen wir Schrauben, sehr viele Schrauben. Scharfschützengriff. Bindungsbremse. Signalrepetierer. Verbesserte Feuerrate. Nö, brauche ich nicht. Abzug gedrückt halten und durch Aufladen zusätzlich elektrischen Schaden zu verursachen. Cool. Aber ich kann die Munitionsart nicht ändern. Aber wie gesagt, ich brauche Schrauben und solange ich keine Schrauben habe, werde ich den Scheiß bestimmt nicht einsetzen, weil mir die Munition sehr kostbar ist. Das heißt, wir legen das auch erstmal rein. Wir sparen uns die ganzen Sachen für später auf. So. Abgenutzter Filzhut. Brille mit schwarzem Gestell brauche ich nicht. Grockner-Kostüm. Kapitänsmütze mit Ausdauer 2 ist schon cool, ne? Blauer Anzug gibt mir noch Charisma plus 2, Alter. Charisma, Wahrnehmung. Ja, Wahrnehmung ist halt für mich besser. Silver Shroud Rüstung. Ja, leider muss ich meine Sachen dafür ablegen. Und ich muss sagen, meine Sachen sind halt besser als diese Rüstung. Ah. Jetzt machen die Alten naja. Machen. Gut, Silver Shroud Rüstung. Tschüss. Gott. Wir müssen diese Quest so bald machen. Die behalte ich mal kurz. Das kann weg. Das kann weg. Wieso habe ich das nicht verkauft? Ich weiß es nicht. Legen wir es da rein fürs Verkaufen. Nicht mehr. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. General? Habt ihr den Supermutanten gesehen? Beauty! Beauty, 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 wo bist du? Wir können unsere Fusionskerne mal kurz ablegen. Strong hoffen, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Milch der Menschenliebe ist auch nicht schlecht. Strong wollen kaputt hauen. Ich wollte gerade sagen, wie bist du da reingekommen? Wo bist du denn? Irgendwann so Strong mit Mensch gehen. Nein, jetzt nicht. Tauschen. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong mehr als schwache Menschen tragen können. Ja, wäre natürlich geil, ihn als Genossen zu nehmen. Dann kann er ganz viele Sachen tragen, aber nö. Der ist mir doch ein bisschen zu groß und grob. Der würde nur auf die Gegner zulaufen. Das passt nicht zu meinem Spielstil, Freunde. Das ist das Problem. Der Hund ist halt wirklich so ein Leisetreter.
Ich wollte dir geben den Armschutz und die Fliegerkappe. Bitteschön. Jetzt hast du eine hübsche Fliegerkappe. Die habe ich geklaut. Ich nicht. Siehst du mal, es ist fast gefährlich aus, außer dass du immer noch Hängetitten hast. Ich muss ein BH finden. Ich muss definitiv ein BH finden. Menschen alle aussehen komisch. Gott, ich finde den Ausgang nicht. Wollen mehr kämpfen. Okay. So. Ich würde sagen, damit gehen wir mal zurück zu Vault 81. Ich will in diese geheime Vault rein. Das ist das, was ich schon immer wollte, seitdem ich es wusste. Und irgendjemand hat das gefunden. Das Problem ist nur, ich habe mich zugehört, als er es gesagt hat. Ja, ich habe nur gefunden, dass jemand gehört, dass jemand gesagt hat, dass jemand eine alte Vault gefunden hat. Und das würde mich doch mal brennend interessieren. So. Wir gehen zuerst zum Aufseher, oder? Wir gehen zuerst zum Aufseher und ansonsten. Wo könnte sonst noch die alte Vault sein? Vor allem, die leben hier seit wie viel? 200 Jahren? Weißt du? Und die haben sich nie gefragt, was hier hinter dieser Tür ist? Das halte ich für ein Gerücht. Gott sei Dank ist Ashes wieder hier. Aaron ist ganz verrückt nach dieser Katze. Ja, ich habe sie umgebracht. Aber sie lebt wieder. Alles cool. So. Ja, das Problem ist... Hier war eigentlich ein Wachmann. Kleiner Moment. Ich muss das kurz bereinigen. Fallout 4. NPC. Wiederbeleben. So. Wo haben wir es denn? Level aufsteigen, alle Map-Marker, Geschlecht ändern und Verwundbarkeit, kein Clipping, Spiel schnell beenden, gewählter Skill auf 100, Schlösser öffnen, gewählte Charakter... Da! Okay. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Und zwar... Wrecked. Hat das funktioniert? Anscheinend nicht. Gewählten Charakter wiederbeleben. Aber das wollte ich doch. Aber er lebt nicht. Muss ich da vielleicht mit der Maus rauf? So, jetzt habe ich ihn ausgewählt. Nee. Wollen mich doch hier alle verarschen, oder? Das ist Fallout 3. Ach, das war Fallout New Vegas, wo ich geguckt habe. Wieso steht hier Fallout New Vegas in meiner Suche drin? Ich habe da Fallout 4 reingetippt. Wollt mich doch verarschen. Ich weiß doch, was ich geschrieben habe. Ich wäre doch niemals so verrückt und würde Fallout 4 Fallout New Vegas schreiben. Ist doch viel zu lang. Mit der ID. Okay. Das Lebewesen mit der entsprechenden ID wiederbeleben. Die Frage, die ich mir stelle, ist das die ID? Dann ist das hier schon mal richtig. Und dann tippen wir 000 A9 CA0 ein.
Irgendwie das Gefühl, das war falsch. Okay, kleinen Moment, okay. Aus dem Weg, kleiner. Offizier Edwards, okay. Offizier Edwards. Vorlaut. Gucken wir einfach mal nach. Was für eine ID hast du, mein Lieber? Okay, die Frage ist jetzt, brauchen wir die Base-ID oder brauchen wir die Ref-ID? Keine Ahnung. Ich muss ihn nur wieder im Leben. 0, 0, 1, 5, 3, 8, 4, E. Fünf, sechs. Hat sich noch nichts getan. Vielleicht die Nullen weglassen? Da steht ja, dass er irgendeine Quest für mich hat. Okay, anscheinend hat er keine Quest für uns. Gut, dann stirb doch. Ist mir scheißegal. Verrecke. Keine Ahnung, wie das Wiederbeleben funktioniert. Ich hoffe, wir brauchen ihn nicht dafür. Ich hoffe, er war einfach nur da, um gut auszusehen. Ne, Kleiner? So wie du. Ups. Ich habe ihn nur gestreichelt, weil er ein braver Hund ist. Wieso habe ich keine Waffe in der Hand? Achso. Inventar. Oh, sieht hier so leer aus. Quick dich tot. So. Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Tja, kein Wunder, dass du nicht draußen bist. Du bist zu fett zum Laufen. Wo habe ich denn so. Hast du gerade was von Schrauben gesagt? Kann ich dir mit etwas helfen? Dann lass mal sehen, was du sagst. Toll, ich hab hier... Verkaufst du Schrauben? Moment, wir gucken mal ganz oben. So, Plastik, Holz, Säure, Glasfaser, Schraube, danke. Nukleares Material ist natürlich sehr aufreizend, aber ich habe genug davon. Säure, Glas, Keramik, Glas, Schraube. Warum sind Schrauben so selten? Überall sind Schrauben drin. Man muss sie nur rausschrauben. Zwei Schrauben. Tischventilatoren. Ich klaue euch alle Tischventilatoren, die ihr habt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben so viele Tischventilatoren überall gesehen. Wieso habe ich die nicht mitgenommen? So. Bitte guckt weg. Fuck, ist nicht beobachtet. Der ist mit dem Hintern nicht in Ordnung. Der ragt so raus. Noch unsichtbar. Es raucht auch noch eine vor mir. Ja gut, dann behalte dein scheiß Tischventilator.
Den finde ich überall wieder. Okay, wir merken uns. Pass auf, was du tust. Alle Tischventilatoren mitnehmen, die wir überhaupt sehen können. Tischventilatoren sind jetzt unser A und O. Du, da bist du ja wieder. Ich weiß nicht, ob du schon mit Dr. Forsythe gesprochen hast, aber falls nicht, wir können wirklich deine Hilfe gebrauchen. Eines der Kinder hier ist schwer krank. Es wurde von irgendeiner Kreatur gebissen und wir brauchen jemanden, der kämpfen kann und ihm hilft. Jemand, der die Kreaturen des Commonwealth kennt. Geh bitte zu Dr. Forsythe. Er erklärt es dir genauer. Ich wollte die neue Vault. Ich gehe sofort zu ihm. Danke. Du solltest Dr. Forsythe im Sanitätszentrum finden. Ich bin so traurig. Ich kann dir nicht mal mit Tischventilator klauen. Oh, Kaliber 50 Munition. Cool. Naja, immerhin. So, Professor Forsythe, ist das die Ärztin? Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Was ich damit nicht andeuten wollte. Als? Also das ist ja langsam ein Stammgast hier. Ah, nee, das ist Stein, alles gut. Ich wollte gerade sagen, wieso ist eine Vault aus Holz gemacht? Das sieht nach einem Lagerraum aus, ne? Da wollen wir aber nicht rein. Warte, das ist die Katze, ne? Oder? Geh weiter. Nur weil du einen Vault-Anzug trägst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Ich dachte, du aus dem... Nee, Aaron war die Katze. Du solltest mal bei Dr. Forsythe vorbeischauen. Hab gehört, dass er Arbeit für dich hat. Ja, ich bin unterwegs. Hätte lieber was von der neuen Vault gehört, aber gut. Beginnen wir halt damit. Du musst was unternehmen, Jacob. Ich führe die Tests durch, so schnell ich kann, Priscilla. Ich kann Austin erst behandeln, wenn ich die Infektion kenne. Dr. Forsythe. Jetzt nicht, Bobby. Und du musst warten, bis du dran bist. Wir haben hier einen Notfall. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Reicht das, Jacob? So viele Krankheiten und Toxine können die nicht übertragen. Rachel untersucht die Maulwurfsratte. Hoffentlich findet sie was. Aber das sind keine gewöhnlichen Maulwurfsratten. Wer weiß, welche Krankheiten sie haben. Es hat ihn schwerer erwischt, weil er ein Kind ist. Dr. Forsythe, bitte. Ich glaube, ich weiß, was Austin helfen könnte. Bobby! Warte, Priscilla. Was ist denn, Bobby? Diese Tür, die Austin gefunden hat. Er hat sie meinetwegen gefunden. Ich bewahre da meine Privatsachen auf. Er hat gesehen, wie ich sie hole. Du meinst deine Camps? Komm zum Punkt, Bobby. Was hast du da gefunden? Sowas wie einen zweiten Vault, aber halb zerstört und eingestürzt. Es gab da ein Terminal. Ich hab mal ein bisschen rumgestöbert. Es gab Notizen über die Verwendung von Maulwurfsratten zum Züchten von Viren. Sie wurden aber auch für Impfstoffe und Behandlungen eingesetzt. Ein geheimer Vault. Meine Güte, davon habe ich noch nie gehört. Bobby, du bist ein Genie. Ein Junkie-Genie. Es könnte dort irgendwo ein Mittel gegen das geben, was sich Austin von der Maulwurfsratte eingefangen hat. Du da, willst du Vault 81 einen Gefallen tun und vielleicht meinem Jungen das Leben retten? Weiß nicht, du warst gerade so scheiße zu mir. Aber eigentlich was Besseres zu tun, ne? Meine Fußnägel muss ich hier eigentlich nochmal schneiden. Und ich glaube, mein Hund hat Flöhe. Ich sollte ihn mal waschen. Ja. Dürfte auf jeden Fall wichtiger sein als dein Bengel. Ja, komm, ich mach's. Komm. Ich tue es für Austin. Du hast ein gutes Herz. Bobby zeigt dir, wo er seinen Geheimvorrat aufbewahrt. Vielleicht befindet sich irgendwo da drin ein Heilmittel für Austin. Wenn du es findest, bring es Dr. Forsythe. Und beeil dich, bitte, für Austin. Komm mit. Ich will dir nichts sagen, aber du siehst aus wie eine Maulwurfsratte. Hast du Austin gebissen? Dr. Forsythe war über Austins Aussichten sehr offen. Ich habe solche Angst, ihn zu verlieren. Vor allem, er rennt los wie so ein Geisteskranker, bleibt stehen und wartet auf mich. Ja, komm. Dann aber hopp hier. Hoppi galoppi. Ja. Ich dachte, wir haben es eilig. Wollte ich nur gesagt haben. Was dauert da so lange? Willst du mich verarschen oder so? Wartet da erstmal eine halbe Ewigkeit an der Treppe und dann sagt er mir, was dauert das so lange? Deine Mutter dauert so lange, ey. So, wo ist dein Geheimvorrat? Ich hätte ihm niemals Jet geben sollen.
Das schaffe ich nicht zu hacken. Terminal des alten Aufsehers? Was? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Na gut. So, mein mächtiger Furzer. Wollen wir mal ein paar Mausratten fertig machen? Nicht, dass ich auch noch vergiftet werde. Bei mir ist einfach mal so eine Tür. Als wenn nach 200 Jahren jemand gemerkt hat, ach, da ist eine Tür. Da sollten wir mal reingehen und gucken, was da ist. Oh, ein Tischventilator. Hast du einen Tischventilator? Wieso kann ich auf dir nicht schlafen? Serpentin. Da war doch ein Feuerzeug, ne? Aus dem Weg, kleiner Hund. So ein Gefühl, dass hier überhaupt keine Gegner sind. Oder wenig. Und wenn ich, sobald ich die meiste Fähigkeit. Baumwurfsratte, Volt 81 Labor. Sobald ich die meiste Fähigkeit für Schlossgacken habe, komme ich auf jeden Fall hier zurück. Aber willst du ihn verarschen, er ist genau vor dir. Geht doch. Schicke Haarbürste hast du da. Was war das? Hört er sich nach einem Geschützturm an? Gut, da die Viecher sowieso aus dem Boden rausspringen, brauche ich gar nicht erst zu schleichen. Hat, glaube ich, keinen Sinn. Aber wenn hier gleich was Legendäres kommt, bin ich natürlich ein bisschen im Arsch. Terminal. Aufzuchtprogramm Update. Maulwurfsratten Aufzucht. Wir haben das Aufzuchtsprogramm endlich in geordnete Bahnen lenken können. Wie aus den vorherigen Berichten zu entnehmen ist, zeigen Maulwurfsratten in Gefangenschaft ein äußerst aggressives Verhalten. Der Grund hierfür könnten Wachstumshormone sein. Spätere Generationen scheinen wesentlich ruhiger zu sein. Einige der Pfleger meinen zwar, dass die Tiere sie beobachten würden, aber das ist lächerlich. Wir haben 197 verschiedene Serum? Ist das die Mehrzahl von Serum? Egal. Wir haben 197 verschiedene Serien hergestellt, mit denen sich 36% der bekannten Viren behandeln lassen. Das ist eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 33%. Allerdings sind 11 Serien für 61% der Behandlungserfolge verantwortlich. Das ist ermutigend. Derzeit besteht nur bei 19% der Serien die Möglichkeit, sie in großen Mengen herzustellen. Wir haben unseren neuesten Laborhelfer-Roboter damit beauftragt, einen Weg zu finden, mehr Serien effizienter herzustellen. Ja, Freunde, mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Und ich würde damit sagen, wir sind endlich angekommen, da wo ich immer hin wollte, in die geheime Vault. Leider kam ich an das Terminal des alten Meisters da nicht ran. Oh, es wäre so schön gewesen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.